Ich erzähle dir eine Geschichte, die dich vielleicht überraschen wird. Es ist eine Geschichte über eine Strategie und eine Philosophie, die wirklich zum Nachdenken anregt. Sie beginnt mit einem Mann, von dem du vielleicht noch nichts gehört hast, Dave Brailsford. Vor etwa 23 Jahren, Anfang 2000, stellte der britische Radsport diesen Mann namens Dave Brailsford ein. Zu diesem Zeitpunkt war der britische Radsport in den letzten 100 Jahren einfach nur mittelmäßig gewesen. Die letzte Goldmedaille gewann sie im Jahr 1908. Die Tour de France, das wichtigste Rennen im Radsport, hatten sie bis dato nie gewonnen. Die Leistung des Teams war sogar so schlecht, dass ein europäischer Fahrradhersteller sich weigerte, dem Team seine Bikes zu verkaufen. Sie interessierten sich für ca. 200 Fahrräder, doch er wollte ihnen nicht einmal ein Angebot zukommen lassen.